Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Ich habe gerade mein Rufsystem ein bisschen aufgefüllt und gefüttert und wie ihr seht, hat sich da sogar schon ein bisschen was getan. Und als kleines Extra so zwischendurch habe ich mir gedacht, nehme ich euch jetzt einfach mal mit zum Markensammeln. So, ich melde mich mal ganz schnell an und hoffe, dass ich da schnell irgendwo mit reingeschoben werde. Das wäre ganz schön, damit ich ein paar Wettkampfmarken bekomme, um mein Rufsystem weiter aufzubauen. Und dann habt ihr mal die Gelegenheit zu sehen, wie ich mich da so schlage oder geschlagen werde. Also in letzter Zeit ist es eigentlich, komme ich so ganz gut mittlerweile durch die Missionen durch, weil ich jetzt halt auch weiß, wo ich hinfliegen muss. Jetzt bin ich im roten Borg-Alarm gelandet. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht sofort wieder platze. So, das ist halt manchmal immer noch so ein Problem. Aber das ist auch, denke ich mal, tagesformabhängig. Man hat halt manchmal einfach Tage, da ist man nicht unbedingt der Held, ne? So, man ist vielleicht der Hecht im Karpfenteich oder der Held vom Erdbeerfeld oder so. Ihr wisst, wie ich es meine, ne? Hallo? Hau den bitte! Den Kubus! So, und in der Zwischenzeit kann ich nochmal schön auf den Schlacki warten. Ich achte jetzt schön darauf, wo meine Teamkameraden hier so hinfliegen und hindüsen. Ich denke mal, die werden den Feind hier ansteuern. Sieht zumindest ganz danach aus. So. So, das sieht jetzt wieder in dem Moment danach aus, als wenn ich jetzt hier wieder schön richtig dick eins drauf kriege. Weil Fluffy einfach so übermotiviert ist und überall voll reinfliegt. Oh Mann, ey. So, das ist jetzt die Strafe für den, Übermut. Aber ich habe wenigstens drauf geachtet, wo meine Teamkameraden so hinfliegen. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, ne, wie, was ich halt, was ich so in den PvE-Sachen hier so mache. Und ich warte auf Schlacki, wie gesagt. Der Gute wollte mit mir zusammen Star Trek Online spielen. In den Romulus-Missionen. So, in der Zeit haue ich jedoch noch mal die paar Sphären hier mit. Mit Ruhm habe ich mich jetzt hier sicherlich nicht bekleckert, aber das ist einfach nur mal so zwischendurch aus Scherz und aus Spaß. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bekomme ich hier sogar meine Wettkampfmarken aus dem roten Borg-Alarm. Ich fände das ganz dufte. So, ich gebe mir ja wirklich Mühe, dass ich das Rufsystem so gut es geht füttere. Aber manchmal hast du halt einfach so Tage, da schaffst du das überhaupt nicht, hier großartig, ach, da ist es schon, Marken zu sammeln. Ich bin dann schon immer froh, wenn ich noch welche im Vorrat hatte. Oder wenn ich es zumindest so geschafft habe. Jeden zweiten Tag. Ich hole mir jetzt einmal schon direkt die Nimbus-Piraten raus.
So, das klappt eigentlich ganz gut. So, wenn ich jeden zweiten Tag mal hier so ein bisschen Marken sammle, dann habe ich eigentlich auch immer ausreichend, um den Tag darauf noch das Rufsystem zu füttern in diesen 24-Stunden-Projekten. Und ansonsten mache ich dann halt immer die zwischendurch, wo mir halt noch Marken fehlen, so wie jetzt die Wettkampfmarken. Das sieht ganz gut aus. Und da haben wir es auch schon geschafft. So, und dann nehme ich mir die Wettkampfmarken. Das müssten die sein, die mir gefehlt haben. Dann kann ich das nämlich schon mal wieder füttern. Das gute Rufsystem. Und wenn der Schlacki noch auf sich warten lässt. Ich weiß, man sollte eigentlich am besten im Raum sein, aber ich stand halt gerade hier unten. So, dann gucken wir mal eben, dass wir das hier auffüllen. Wunderbar. Dann habe ich das gefüllt und für morgen brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Dann kann das hier weiterlaufen. Was fehlte denn sonst noch? Hier die Ikoyana-Marken. Dann werde ich da mich auch direkt nochmal anmelden und mal gucken, ob ich Glück habe und sofort irgendwo rein. Flutsche. Wäre schön. Toljana. Ja, alles ist hier in Ordnung. Bitte lasst mich mit. Ich möchte Toljana hauen. Für meine Ikoyana-Marken. Bitte schön. Wäre sehr nett von euch. Wird das noch was? Oder lehnen da jetzt wieder welche ab? Fände ich jetzt nicht schön von euch, wenn ihr das wirklich tut. Der ist ja lustig. Bitte, nehmt mich bitte mit. Das verstehe ich gar nicht, dass hier so wenig Leute gerade angemeldet sind. Bitte. Ach, ich wollte doch so gerne mitkommen. Jetzt will mich niemand dabei haben. Ach, kommt, Freunde. Jetzt darf ich in den Toljana-Alarm. Das finde ich schön. Dann kann ich diese Marken nämlich auch direkt auffüllen. Und dann ist das Rufsystem für heute zumindest schon mal zufrieden. Und ich dann demnach auch, weil ich dann sehe, es geht voran. Und ich habe gerade festgestellt, ich bin im Rufsystem mittlerweile sogar schon weitergekommen als der Schlacki, weil ich fleißig war. Und darüber freue ich mich. Gestern Abend habe ich auch noch ein paar PvE-Missionen zusammen mit dem Camo gespielt. Jetzt habe ich hier irgendwie gerade total Orientierungsprobleme. Fragt mich nicht warum, ne? Aber manchmal fliege ich hier einfach nur ganz katastrophal durch die Gegend.
Ja, je nachdem, wie gut das Team so zusammengesetzt ist, komme ich da wirklich ganz gut durch. Jetzt habe ich, glaube ich, auch gerade wieder Glück, dass ich ein Team habe, die so ein bisschen auch aufeinander achten. Und seht ihr, ich bin nicht die Erste, die hier bewusstlos wird. Wird vielleicht bestimmt gleich wieder passieren. Das ist jetzt in diesem Moment auch eingetreten. Ach, aber ich mache mir nichts da draus. Ich respawne dann einfach und dann mache ich halt weiter. Das, was ich letzte Tage auch schon mal erlebt habe, ist dann, dass halt einfach dann Leute, die gehen einfach. Ich weiß nicht, manchmal, vielleicht haben die auch einen Disconnect gehabt, will ich denen ja gar nicht unterstellen oder so. Fluffy Energie, bitte. Kann ja alles vorkommen. Wenn die dann einfach da rausgehen oder die Mission gar nicht erst annehmen, weil die keine Lust darauf haben oder so, warum melden die sich dann überhaupt in den Wartelisten da an? Und dann stehst du da ewig und wartest, dass du da reinkommst. Und wenn ich einen auf die Nuss kriege, ja nun, dann denke ich mir halt einfach, dann hast du halt heute einfach Pech. Oder in diesem Moment. So. Ja, da hat es mich wieder dahin gerafft. Aber ich bin nicht die Einzige hier, die hier platzt. Seht ihr das? Hoffe ich doch. Dann kontrolliere ich mal eben hier meine. Naja, alles ist hier in Ordnung. Fluffy, beweg dich. Sonst kriegst du wieder auf die Gusche. Und ansonsten warte ich jetzt gleich, bis mein Team wieder vollständig ist. Das hat ja jetzt hier auch keinen Sinn hier. Am Fließband zu versterben. Vielleicht ist das Team genauso unerfahren wie ich. Weil man merkt das wirklich, ob du jetzt mit erfahrenen Spielern hier durch die Missionen fliegst oder wenn du dann halt so Fluffys dabei hast, die hier noch relativ frisch am Start sind, ne? Ich wollte ja eigentlich demnächst auch gerne mal wieder einen Livestream machen. Nur momentan hatte ich halt einfach immer so eine Phase, wenn ich dann gerade mal Zeit hatte für mich selber, ich mich mal hingesetzt, habe Star Trek Online angemacht, habe meine Aufnahme gemacht und so gut wie jedes Mal, wenn ich hier gesessen habe, ging das Telefon oder es hat geklingelt und, oh, und dann hatte ich irgendwann auch, nee, mir gedacht, das bringt nichts. Wenn ich das live mache, dann will ich meine Ruhe haben. Um dann auch auf eure Kommentare zu reagieren und so weiter und so fort. Dürfen wir es aber eigentlich ganz gut unter Kontrolle haben hier. Trojanische Tarantel, das war's für dich. Ergebe dich deinem Schicksal. Ich bin schon wieder zu weit weg von der.
Das gibt es nicht. Ich will die noch hauen. Bitte. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Die ist mit Sicherheit jetzt geplatzt, bevor ich nochmal... Ja, klar. Gegenstände heben wir jetzt dafür wenigstens auf. So. Da hinten ist noch ein Präsakran, oder wie das heißt. Da haue ich aber nochmal drauf. Meine Strahlenbänke dürfen sich da nochmal dran auslassen. Karte jetzt verlassen. Was habe ich gesagt? Ikoyana war Marken hätte ich gerne, ne? Das nehme ich dann noch mal. Wunderbärchen. Dann fütter ich das auch noch mal eben ins Rufsystem ein. Ja, machen wir mal. Da habe ich dann auch für morgen noch genug. Das war's. Den Rest habe ich jetzt erstmal für heute voll. Dann kann das nämlich schon mal wieder arbeiten. Und ja. Ich binde euch das Video jetzt diesmal nicht in die Playlist mit ein. Das ist einfach nur mal so zwischendurch. Just for fun. Dann konntet ihr mal so sehen, wie der Stand der Dinge bei der Fluffy so im Raum so ist. Und ja, bis dahin sage ich mal, verabschiede ich mich von euch mit diesen Eindrücken vom Rufsystem und Markensammeln. Lebt lang und in Frieden, habt eine schöne Zeit. Wir hören und sehen uns, eure Fluffy. Tschüss.